Der russische Präsident Wladimir Putin hat bekanntlich eine sehr verschwenderische Art und Weise, sein Geld auszugeben, obwohl er doch seinen Lebensstil sehr bedeckt hält. Gerüchten zufolge besitzt der Milliardär ein Nettovermögen von 70 bis 200 Milliarden US-Dollar. Seine Rolle als Präsident verschaffte seiner Karriere einen Schub, wodurch er über 20 verschiedene Paläste und Villen auf der Welt verstreut besitzt. Zusätzlich kommen 58 Privatjets und 4 Luxusjachten, auf die er jederzeit zurückgreifen kann. Somit könnte er der reichste Mensch auf der Erde sein. Wofür gibt der Präsident aber sein Geld aus? In diesem Video erfährst du, wie der Präsident seine Millionen ausgibt. Wir wissen, dass Wladimir Putin mit seinem Geld keinen Mangel an Häusern oder Villen hat, aber er besitzt noch einen riesigen Palast, der alles andere in den Schatten stellt. Sein Palast am Schwarzen Meer ist über 1 Milliarde Dollar wert. Das Anwesen ist 68 Hektar groß. Der Palast hat eine Fläche von fast 177 Quadratmetern und ist somit das größte Gebäude in ganz Russland. Schaut man sich das Gebäude aus der Helikopterperspektive über Google Maps an, erkennt man sehr gut einen riesen Innenhof, der von massiven Stahlgittern umgeben ist. Über dem Eingang befindet sich ein goldener Adler als Startzeichen. Schaut man in das Innere der Villa, sieht man einen riesen Garten, der aus Gewächsskulpturen besteht, eine Kirche und ein eigenes Theatergebäude. Des Weiteren verfügt die Landschaft über eine 80 Meter lange Brücke, die einen in das Riesengästehaus führt. Außerdem bietet der Platz Landeplätze für 3 Hubschrauber. Putins Palast hat ganz 3 Stockwerke und bietet viele Räumlichkeiten innerhalb sowie außerhalb vom Palast. Sogar unter der Erde. Klingt verrückt, oder? Ist aber tatsächlich so. Unter der Erde befindet sich ein Casino mit einer Stripbar für seine Gäste. Seine eigene Hockeybahn, mehrere Saunen und Thermen, eine Cocktailbar mit Erfrischungsgetränken, damit Putin stets in Form bleibt. Kurz vorab, Oleksiy Nawalny und sein Antikorruptionsteam konnten einige Einblicke und Geheimnisse von Putins 1-Milliarde-Dollar-Palast enthüllen. Eine Woche nachdem Nawalny ein Video über Putins Palast veröffentlichte, landete der Journalist im Krankenhaus aufgrund einer Nervenvergiftung. Ob das ein Zufall ist, ich weiß nicht. Was meint ihr? Aber wie konnte sich der russische Präsident Zugriff auf so einen Palast ermöglichen? Gerüchten zufolge dauerten die Bauarbeiten ganze 15 Jahre lang und kosteten 100 Milliarden Rubel. Das sind umgerechnet 1,3 Milliarden Euro. Putin soll bei den ganzen Bauarbeiten der Inneneinrichtung dabei gewesen sein. Putin streitet bis heute ab, dass der Palast ihm gehört. Stattdessen soll er angeblich seinem Verbündeten Rothenberg gehören. Der 69-Jährige gilt als einer der reichsten Menschen in Russland. Aber abgesehen von seinem sogenannten Putin-Palast besitzt der Präsident noch 20 weitere Villen auf der ganzen Welt verteilt. Sein offizielles Präsidentenhaus ließ er für mehrere Millionen Rubel nach seinen Wünschen umbauen. Es befindet sich außerhalb der Stadt Dacha und heißt Novo Argajovo. Die Villa steht in dem wohlhabendsten Stadtviertel. Es ist komplett ummauert und von Sicherheitspersonal umgeben. Es dürfen auch keine Touristen rein, wie im Weißen Haus. Die Villa verfügt über mehrere Schwimmbäder außerhalb des Gebäudes, Saunen, mehrere Gästezimmer und natürlich über ein riesiges Vorstandszimmer. Des Weiteren hat der russische Präsident Zugriff auf weitere Villen in Moskau, einen Palast in der Nähe des Wassers. Des Weiteren hat der russische Präsident Zugriff auf eine Villa in der Stadt Sotschi, die sein offizieller Aufenthaltsplatz im Sommer ist, und eine Riesenvilla, die von einem Wald umgeben ist. Ursprünglich wurde die Villa für den ehemaligen Präsidenten Stalin erbaut. Putin ist ebenfalls im Besitz einer Villa in St. Petersburg, einer Villa der ehemaligen Familie Romanow. Dort hält der russische Präsident oftmals staatliche Veranstaltungen. Abgesehen von dieser Handvoll Villen und Palasten, die genannt wurden, besitzt Putin über viele weitere Freizeitwohnungen und Häuser, deren Platz unbekannt ist. Neben all den ganzen Villen, die Putin besitzt, hat er noch super viele Luxusautos. Denn der russische Präsident ist bekanntlich ein Riesenautosammler. Sein Staatsauto ist noch beachtlicher als der von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz, worüber ich auch ein Video gemacht habe. Ich verlinke es euch oben mal. Putin ist einer der mächtigsten Menschen auf der Welt. Das erklärt auch, warum er eine 20 Millionen teure Limousine der russischen Marke Aurus Motors fährt. Das Auto ist ganze 5,6 Meter lang und wiegt 6 Tonnen. Angetrieben wird die Limousine von einem 6,6 Liter V12 Motor und hat ganze 860 PS. Die Innenausstattung besteht aus komplett weißem Leder mit dem russischen Staatssymbol. Neben dem Sitzen befindet sich ein kleiner Kühlschrank mit Putins Lieblingschampagner. Das Auto verfügt über einen besonderen Schutz vor Schussangriffen oder Gasattacken. Im Auto befindet sich ein Monitor, der ihm die Sicht auf die Fahrt gewährt, damit er stets weiß, was um ihn herum passiert. Aber das ist nicht das einzige Auto, was Wladimir Putin besitzt. Putin besitzt noch auch eine private Fahrzeugsammlung, über die in den Medien nicht viel berichtet wird und die er selten in der Öffentlichkeit fährt. Sie besteht aus meist sowjetischen Oldtimern, die in der Garage in seiner Moskauer Region liegenden Residenz Novo Argajovo stehen. Und wenn er mal in seiner Freizeit angeln geht,
oder durch die Wälder fahren muss, steigt der Präsident schnell in sein Lada Niva 4x4 ein. Das Auto hat er für schlappe $25.000 gekauft. Putin ist ein bescheidener Mann. Tatsächlich ist er im Besitz von nur 5 Fahrzeugen. Ein weiteres Auto aus seiner privaten Sammlung ist ein GAZ 21 aus dem Jahr 1956. Das war Putins erstes Auto. So, meine Freunde, das Video nähert sich dem Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Abo da, um kein weiteres Video zu verpassen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.